Schönen guten Tag. Wie lernen junge Erwachsene? Darum geht es an diesem Studientag, zu dem ich Sie sehr herzlich einlade, denn ich bin Ihr Referent an diesem Tag. Junge Erwachsene haben in der Regel schon ihre ersten Erfahrungen mit Schule, Berufsausbildung gesammelt, haben vielleicht schon auch ihre Lernbahnen und ihre Lernprofile gefunden, aber kommen oft mit dem, was sie gelernt haben und wie sie gelernt haben, noch nicht richtig zurande, beziehungsweise sie müssen sich ständig auf einen veränderten Arbeitsmarkt einstellen und umstellen. Diese Flexibilität haben manche gar nicht gelernt in der Schule. Und dieser Studientag wird sie sozusagen in die psychologischen und soziologischen und neurobiologischen Hintergründe des Lernens von jungen Erwachsenen einführen. Und gleichzeitig immer im Hintergrund steht die praktische Frage, was können wir tun, um die Lernfähigkeit, die Lernbereitschaft von jungen Erwachsenen zu steigern und zu stärken. Darum wird es gehen, mit vielen praktischen Tipps und vielen Erkenntnissen aus Psychologie und Neurobiologie und Soziologie.